Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir ein luftiges, leckeres Tessiner Brot. Tessiner Brot, wie es der Name schon sagt, kommt das ganze Brot aus dem Tessin. Italienischer Teil der Schweiz, ist typischerweise mit 6 bis 8 so langen Stücken aneinandergereiht, oben ein gerader Schnitt durch, der so aufklafft. Im Teig ist gerne auch noch ein bisschen Öl und ich stelle mir hier eine Vorstufe her. Ich brauche 100 Gramm Weißmehl, 100 Gramm warmes Wasser und 10 Gramm Grundsauer, Weizensauerteig oder eben Madre, aber Hauptsache sie ist aktiv. Dazugeben und mischen. Ich habe die Rückmeldung bekommen, dass viele von euch nicht Spaß haben, wenn ich keine Alternative zu Sauerteig erwähne. Hier kannst du einfach ein halbes Gramm bis ein Gramm Hefe nehmen, wenn du keinen Sauerteig hast. Runterwischen. Zudecken, 8 bis 12 Stunden aufgehen lassen. Dieser Vorteig bringt uns super Geschmack in das Brot, Frischhaltung und das Tessiner Brot ist eh ein Brot, das in der ganzen Schweiz bekannt ist, obwohl es eigentlich aus dem Tessin kommt. Jetzt erstmal 8 bis 12 Stunden bei Zimmertemperatur aufgehen lassen. 12 Stunden später ist der Vorteig wunderschön entwickelt, schöne Blasen geworfen, Aroma gebildet. Gebe ich mir gleich direkt in die Küchenmaschine rein. ...210 Gramm Wasser dazu, 480 Gramm Weißmehl, 10 Gramm Hefe, 12 Gramm Salz, 3 Gramm Backmalz, falls du kein Malz hast, kannst du alternativ auch Honig verwenden. Und typischerweise für Tessiner Brot 30 Gramm Olivenöl. Also in die Küchenmaschine, starten und zu einem Teig kneten. Nach etwa 20 Minuten ist der Teig fertig geknetet. Bei der Ankas rum, wenn der Teig so um die Rolle bleibt und er schön zusammen ist, dann kann ich mal einen Fenstertest machen. Generell wird der Teig in der Ankas rum ein bisschen länger geknetet. Da es halt ein schonenderes Knetsystem ist, geht es auch ein bisschen länger. Da kann ich jetzt auch einen schönen Fenstertest ziehen. In ein gefettetes Teigbecken geben. Mit einem Teigtuch zudecken und für gut 60 bis 90 Minuten aufgehen lassen. Der Teig ist wunderschön aufgegangen. Es wird Zeit, den Teig zu formen. Teig rausnehmen. Als erstes 12 Stücke zu 70 Gramm portionieren. Zwischen 70 und 75 Gramm. Den Rest teile ich mir einfach noch ein bisschen auf. Jetzt als erstes Grundformen, ein bisschen rumformen. Locker vorformen. Heute backe ich auf dem Lochblech. Das Blech etwas vorfetten mit neutralem Öl. Dann nehme ich die Kugeln, drehe sie etwas im Mehl, ziehe mit den Fingerspitzen so nach hinten und rolle die Teigstücke etwas in die Länge. Dann mit dem Schluss nach unten
so auf das Backblech setzen. Nochmal langsam den Fingerspitzen nach hinten ziehen, in die Länge rollen und so immer 6 Stück aneinander portionieren. Hier darf kein Mehl sein, nur auf der Oberfläche, sonst rutscht das extrem. Richtig schön zudecken und jetzt gut aufgehen lassen, in der Zwischenzeit den Ofen auf 210 Grad vorheizen. Die Tessiner Brote sind ready nach 50 Minuten. Nach 40 Minuten etwa, also 10 Minuten vorher, habe ich mir die Folie entfernt, das Teigtuch, damit die hier wieder schön trocken werden auf der Oberfläche, dann kann ich sie besser schneiden. In der Regel Stückgare 50 bis 60 Minuten. Ofen ist vorgeheizt, die werden jetzt geschnitten. Und zwar nehme ich ein großes Brotmesser, 45 Grad Winkel und einmal so durchziehen. Dann schiebe ich die Brote bei 210 Grad in den Ofen rein, Wasser aufgießen. Und für 15 Minuten bei 210 Grad backen. So Freunde, nach der Viertelstunde reduziere ich mir die Temperatur auf 190 Grad und backe noch für 10 bis 15 Minuten die Tessiner Brote aus. Den Dampf lasse ich mir hier bis zum Ende drin. Erstens gibt das eine schöne Farbe und ich will die Kruste nicht so zart splittern, sondern auch ein bisschen weich haben. Das zeichnet für mich persönlich ein Tessiner Brot aus. So, dann sind die Brote auch schon fertig gebacken. Guck dir mal das an, so muss das sein. Goldgelb, nicht so dunkel, schön hell, trotzdem gut durchgebacken und einen schönen Glanz. Richtig tolle Brote. Da fühlt man sich richtig ins Tessin versetzt, so ein luftiges Brot, das richtig klasse aussieht. So, Tessiner Brot ist ausgekühlt und schau dir das mal an, wie schön luftig dieses Brot ist. Schön wattiges Innenleben, richtig toll. Da das Tessin nahe an Italien ist, verwundert es nicht, dass das ein helles Brot ist, mit hellem Mehl natürlich, aber durch die lange Fermentation doch gut verdaulich. Richtig leckeres, aromatisches Brot. Für uns Schweizer schon ein Klassiker, das Tessiner Brot. Ob du es mit 4 Stücken machst oder 6 Stücken, ist dir überlassen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Nachbacken. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Abonnier den Kanal, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Schreib mir unbedingt einen Kommentar zu diesem Rezept. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.